Okay, nein, nein, du nicht. Du musst jetzt bei ihm und dann wollen wir mal. Da haben wir hier Buchfragen. Ach ja, ich finde es immer so lustig, aber lasst uns doch mal versuchen, ein kleines Baby zu machen. Lalala, hey, was hältst du davon? Ein kleines Du und ich? Yeah, Baby! Deng, 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 oh, du gehst ab. Ey, aber nicht dahin, au, ey, nein! Habt ihr denn das Geräuschli gerade gehört? Ich glaube, Frikadella ist. Ohohoho. Die ist jetzt nicht nur gesichtsschwanger, sondern auch mal so richtig. Ach, Mensch! Huch! Unfassbar! Unfassbar! Ach, die beiden Stecher! Mensch, 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 hier geht's ja heiß her. Was macht er denn da eigentlich? Katze und Vogel. Ach, süß. Mit Flöckchen spielen. Ach, Mensch, das macht mich sentimental. So, na gut, spielen wir weiter. Ach, guck dir das mal an. Der Kuni wieder. Meine Liebe spiegelt sich in einer Glatze, mein Alter. Ey, das ist so romantisch, du. Da geht mir das Herz auf, weißt du? Du hast aber ein Zuckerherzchen, mein Kleiner. Darf ich mal ein Foto von dir machen? So nackig für ein Playgirl? Na, komm mal ran hier. Na. So, kann man denn hier irgendwo sehen, dass Frikadella jetzt in anderen Umständen ist, wie es ja so schön heißt? Ein paar Simoleons von Kunibert schnorren. Ach, natürlich, sich dafür bezahlen lassen. Logisch. Das heißt später wahrscheinlich Kindergeld, aber das kennst du ja. Agonia von Seelenbein, von Seelenbein vor allen Dingen. Von Seelenbein bürsten, Athletiklevel erreichen. Haben wir hier nicht den Hinweis darauf, dass die irgendwie. Nö. Ist ja auch nicht wichtig. Das bisschen schwanger sein, das ist. Pff, das nimmt man mal so mit einfach. Kennt man ja heute, ne? Mit 12 noch nicht schwanger, da bist du out einfach. Kannst nicht mehr mitreden auf dem Schulhof. So, Kleidung in den Trockner geben. Natürlich, Frikadella, bitteschön. Mach doch, was du willst. Ach, der Kuni. So, das poste ich jetzt allen meinen Freunden auf Facebook. Gleich nachdem ich das Let's Play hier aufgenommen habe. Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Onkel Kuni und wir spielen heute Need for Speed Underground, Overground und im Nebenground auch noch. Oh, ich glaube, mein Rechner ist. Die Aufnahme ist abgekackt. Ich sollte mal Fraps die Originalversion kaufen. Ach, guck mal, die freut sich auch. Ach, die massiert ihn jetzt sogar. Ach, Mensch, die muss aber glücklich sein. Dreh dich mal rum, bitte. Wenn wir was gucken. So, hier. Und da, warte mal, da ist auch noch ein Knorpel. Und oh, du bist ganz verspannt hier. Pam, 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 pam. So, warte mal. Knack. Doch, so. Also, ja, gut, Alter, oder? Ja, super. Hast du fein gemacht, Schnuppi. So, nu, ach, massieren. Ja, dann massiert euch doch gegenseitig. Ist mir doch wumpi-wump. Wo ist denn. Ach, der spielt hier draußen. Wo ist denn der Vogel? Wieso ist der eigentlich kein eigenständiges Mitglied? Und wo hängt der eigentlich rum so die ganze Zeit? Wenn der. Ist jetzt auf dem Vogelbaum oder ist er jetzt in den Bäumen? Weil es hieß ja, der wäre dann in den Bäumen, aber der flog hier gerade so rum. Hier ist kein Vogel. Vogel? Ich mach mal hier Pause weg. Würde mich mal interessieren, was der Vogel so macht. Also die Katze geht jetzt raus. Und möchte gerne bei Fridolin. Was? Ach, die möchte wieder rumschnüffeln. Ach, der Fridolin hat ihm ein Inventar. Ach so. Was? Was willst du denn? Achso, falsche Stimme.
Tränenmond darf nur noch eine Stunde draußen. Was macht die eigentlich überhaupt? Ach Mensch, ey, das gibt's doch nicht. Forever Alone oder was? Das kann doch nicht sein, dass sie den ganzen Tag hier rumhängt und mit ihrem Stein spielt. Kissenschlacht mit Sim liefern, das können wir machen. Schlagzeug im Park spielen können wir auch machen. Sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. Hier, Schlagzeug im Park kannst du gleich jetzt machen. Obwohl, nee, jetzt fährst du erstmal nach Hause. Ne, ist ja schon spät. Mutti ist schwanger, da muss man aufpassen. Recycelt. Ist sie überhaupt schwanger? Ich bin mir... Stolzer Elternteil. Nee, es ist ein stolzer Moment, wenn dein Kind die Schule abschließt. Frische Kleidung. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schwanger ist oder nicht, aber wir haben noch das Dingensgeräusch gehört. Was macht sie jetzt? Lichter ausschalten. So, Kunibert. Was kann man da jetzt machen? Romantisch? Möchtest du über Nacht bleiben? Kann ja auch mal über Nacht bleiben, der Papa. Sag mal, Alter, wir hatten gerade so viel Spaß in der Kiste. Willst du nachher nochmal eine zweite Runde oder wie wär's, hm? Also, nur wir beide, du und ich. Frikadeller Schlömpel übernachtet bei Kunibert Schlömpel und umgekehrt auf gar keinen Fall. Eure Herzen zerspringen beinahe vor Glück. Du hättest nie geglaubt, dass dir so etwas einmal passieren würde. Wer nur, wer hätte gedacht, dass Dates so wundervoll sein können? Ey, danke für die Einladung, Mann. Ich freue mich wirklich total darauf, bei dir zu übernachten. Das wird super, Schnafte. So, Treni kommt nach Hause. Und wie sieht's denn bei ihr aus, gefühlstechnisch, Energie? Ach, bei der ist alles in Ordnung. Ja, puh, was kann die mal machen? Die möchte gerne, was war das nochmal? Kissenschlacht. Wo ist denn Fridolin? Der pennt. Naja, komm, Tränenmond, da gehst du auch mal pennen. Das war ja ein aufregender Tag für alle. Und mal gucken, schlafen. Oh, du bist ein kleines heißes Eisen, bist du. Tag. Dein Lötkolben schickt mich direkt an die Karibik, Alter. Was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Aber bist trotzdem süß, Schnuppelchen, weißt du? Ach, guck mal, mit Händchen halten und so. So, wie sieht's denn stimmungstechnisch bei euch aus? Ach so. So, Frikadella ist ganz ausgelassen und serviert als Abendessen heute ausnahmsweise mal... Puh, Ratatouille? Gegrillter Lachs. Zur Feier des Tages. Bezahlt doch eh alles Tränenmond, ist doch Wurst. Wo geht er denn hin? Ich glaube, der Fernseher ist doch kaputt. Reparieren, natürlich. Wo? Der will doch jetzt nicht bei... Und was macht die Katze da? Ich werde ihn umbringen. Im Schlaf die Kehle aufschlitzen. Alter, wie unhöflich ist das denn? Da pennt der Fridolin und... Zack, zack. Würde man nicht normalerweise davon aufwachen? Ganz merkwürdig. Also solange Frido nicht davon aufwacht, ist mir das egal, aber normalerweise käme es mir so vor und unhöflich ist es trotzdem. Da pennt jemand und du zockst erstmal ganz in voller Lautstärke deine Games da rum. Während die Olle unten gegrillten Lachs macht. Mit Kunibert rumschmusen. Ja, das kannst du ja gerne machen, aber du hast hier noch mit Fridolin plaudern. Tränenmond erfolgreich älter werden lassen. Da gibt es noch einiges zu tun, würde ich sagen. So, Katze, danach noch ein bisschen was essen und danach kannst du eigentlich auch mal ins Körbchen gehen. Oh, sieht gut aus. So, kann sie denn den Kunibert zum Essen rufen? Gäste.
Berg. Hä? Hm. Ich weiß nicht, wer da gerade geschrien hat. Keine Ahnung. Oh, Moment. Ich huste mal ganz kurz. So. Und weiter geht's. Komm, schnapp dir mal was Schönes da. Ich hab ganze Krabben einfach eingeölt und in eine Pfanne geschmissen. Das ist schon irgendwie lecker. Da esse ich sogar noch einen zweiten Teller, weil das so köstlich ist. Und außerdem können die da ein bisschen quatschen. Mit Kunibert treffen. Heiratsantrag machen. Rumschmusen. Ich würde da rumschmusen. Plus 5000, plus 300, plus 150. Machen wir das weg, machen wir das dahin. Weil rumschmusen können sie ja gleich. Die Nacht ist jung, mein Freund. Die Nacht ist jung. La da 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 da. Überhaupt mal über diese Bücher, die hier rumliegen, das ist ja echt eine Katastrophe. Die lesen immer die ersten drei Seiten, verstehen es nicht und legen es dann weg. So, kann ich das hier nicht? So. Okay, hier rumschmusen. Haben wir denn hier spezial, freundlich, romantisch rumschmusen? Haben wir das zumindest direkt schon mal abgehakt? Und einen Techniker sollten wir rufen fürs Radio und für den Fernseher. Du, Kuni? Ich brauch doch mal ein paar Lebenspunkte, Scheißdinger. Jawohl, Sir. Na, na also. Wollt ihr nicht langsam mal pennen gehen? Also zumindest mal aufs Klo muss ich doch mal hier benutzen. Und anschließend würde ich sagen, gehst du mal pennen. Schlafen. Und die Wäsche, zack. Und was macht er? Ach, der macht sich jetzt noch einen Kaffee. Ja, genau, vom Schlafen gehen nochmal schön lecker Kaffee machen. Tolle Idee. Ich hatte ja gedacht, dass jetzt langsam alle schlafen gehen, damit wir hier vielleicht mal zügig durchkommen, aber leider... Die Katze. Objekt bewachen. Energie. Die soll auch schlafen. Mau, 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 mau. Mau. Alter, Kunibert, komm in die Puschen. Guck mal auf die Uhr. Ist schon 3:30. Willst du mich wohl verarschen? Du kannst doch nicht die ganze Zeit da rumhängen und Kaffee trinken um 3:30 Uhr morgens. Um 4 Uhr morgens. Was? Ach, naja, der ist ja Künstler. Bei denen ist das ja ein bisschen anders, glaube ich. Oh, Frikadella ist übel. Oh, 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 oh. Wegen unbekannter Ursache. Oh, 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 oh. Wer weiß warum? Wegwerfen, wegwerfen. Ach, super. Gefällt mir gut. Fridolin steht auf. Um 4.16 Uhr ist er fit. Na super. Kann sich dann aber zumindest mal Frühstück servieren. Kann dann mal Snack essen. Natürlich ein Müsli. Anschließend mal auf den Pott benutzen. Anschließend mal duschen. Was kann der denn jetzt um 4 Uhr morgens machen, bitte? Was ist denn das? Ein Hund? Ist das ein Hund oder was ist das für eine Kreatur? Ach doch, ein Hund. Na, Hund. Wie viele ausgesetzte Tiere hier rumlaufen, die sich vor die Tür verlaufen und dann da verenden oder einfach hier schlafen oder sowas. Ich glaube, hier muss ein ganzes Rudel an Tieren geben, die einfach rumlaufen und herrenlos sind. Hey, neulich habe ich ein paar Tiere in den Müll geschmissen. Ha! Nein, war nicht witzig. Passte gerade nur zur Sprechblase.